Ich glaube, ich mache das Radio wieder an. Das ist, glaube ich, bessere Musik. Ich hoffe, wir haben genug getankt. Ich weiß gar nicht, wie das mit Tankstellen unterwegs ist. Und wo sehe ich denn meinen Ölstand? Sehe ich den irgendwo im Tacho? Was war das für ein Geräusch gerade? Alter Falter. Notkrabbenfahrer! Schon cool. Wollen wir auch mal ein bisschen die Landschaft genießen hier, ne? Scheint es ja nur geradeaus zu gehen erstmal. Oh, ob wir auch über einen zugefrorenen See fahren? Das wäre mal witzig zu wissen. Es soll ja wohl auch eine riesige Karte sein, ne? Also wahrscheinlich jetzt nicht in der Demo, aber in der Vollversion, schätze ich mal. Das hatte ich zumindest gelesen. So. Gut. Ja, ich take my time. All the way. Yeah. Oh mein Gott. So. Alter, wie weit ist denn das noch? Huch, ganz schön wackelig hier. Alter Schwede. Aber hier kommt wenigstens keiner entgegen. Das ist ja schon mal super. Da können wir noch in die Mitte fahren. Das ist, glaube ich, auch nur so eine Truckstraße hier, oder? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Weiß gar nicht, ist das Internetradio? Nee, glaube ich nicht, oder? Yeah. Alter, was ist das für eine Straße da? Oh Gott, Serpentin. Auf dem Navi. Gut, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Serpentin. So. Also müssen wir jetzt links, ja, sagst du? Huah, fahr ja noch vorbei, Alter, die Karre bremst überhaupt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt voll die Bremse durchgezogen, ne? Wie lange der jetzt braucht zum Stehenbleiben, Alter. Uff. Das ist nicht mal eben bremsen und stehen bleiben. So wie bei Euro Truck oder American. Das ist das andere Bremsen. Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Und hier muss ja auch noch mit Auflieger und so durch. 24% Hunger, das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal was essen. Sonst verhungern wir. So. Down. Musik ist echt cool. Oh, das ist mein Magen, ne? Der da knurrt, oder? Drive to the logistic location door. Okay. Okay, wir haben Hunger. Ich esse gleich, wenn wir da sind. Wir werden schon nicht verhungern. Wir haben was dabei, ne? Und ich habe mich vorhin schon gewundert, was das für ein Geräusch ist. Aber jetzt weiß ich das. Es ist Hunger. Der Magen knurrt. Huch! Hunger! Okay, hunger is very low. You need something fast. Ja. So, you don't starve to death. Okay. Ja, ist so gut. Wir haben doch noch 20%, Mann. Dann haben wir halt mal Magenknurren. Willst gar nicht wissen, wie oft mir der Magen geknurrt ist, wie ich damals LKW gefahren bin. Meine Güte. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen da irgendwo hin, ne? Ja, das sieht hier richtig aus. Wir müssen ja zum Office, ne? Zum Büro. Das heißt, ich stelle mal die Möhre hier hin. Ja. So, warte. Wir sind da. So, Radio aus. Dann werde ich jetzt mal irgendwas essen. Wo war denn mein... Ah, Eva Inventory, ne? Genau. So, das ist hier. Eat. 100%. Nice. Geil. So. Aussteigen. Hä? Ich hab doch gegessen. Was will er denn? Hat er immer noch Hunger?
Irgendwie sieht das schon cool aus, mal in den Truck mal so im Detail zu sehen. Schon fett. Nice. So. Ah, hier ist das Office. Hier ist ja viel los. Alter Schwede. So. Tachchen. So, Sand. UI-Bild. Okay, Remain Task, 24 Stunden, 27 Minuten. Trailer. Base Trailer, so ein Basic. 145 Meilen. 60 Stunden haben wir Zeit. $2,830 kriegen wir. Lizenz A brauchen wir und Schwierigkeitsgrad 1. Pre-Back Front. Okay, heißt? Heißt jetzt? Okay, back to the truck und da ist der Trailer jetzt. Cool. Also wir haben jetzt 60 Stunden Zeit, diese Ladung nach irgendwo hinzubringen. Cool, ein Kipper. Geil. Ja, dann wollen wir mal. Alles klar. Auf geht's, ab in den Truck. So. Achso. Ich vergiss das mal. Motor starten. Ich glaube, die neue Route ist auch schon auserkoren. Wollen wir mal. Mal ein bisschen in den Spiegel gucken, ob ich das sehe. Bei diesen Ruckelspiegel. Die 20 FPS-Spiegel. Ja, das sieht gut aus. Ich komme gut rein. Ja, da sehe ich hier noch nicht. Sitzposition ändern wäre noch super. Okay. Boah, das ist echt schwierig. Hier müssen wir noch Fenster runterkurbeln können. Das wäre noch geil. Und um rauszugucken oder so. Oh, CB-Funk geht auch. Geil. Sonnenvisor. Lol. Huch. Okay. Aber guck mal, ich stehe schon fast gerade runter. Und jetzt? Handbrake? Okay, Turner. Okay, hook the trailer. Lol, wir müssen ihn selber aufnehmen. Das ist ja geil. Das feiere ich ja, muss ich sagen, ne? So, wie machen wir das jetzt? Okay. Jetzt haben wir gelockt. Jetzt müssen wir die... Okay, connect the cables. Lol, wie geil. Jetzt müssen wir die Kabel anschließen. Rot allein darf nie sein, habe ich immer gelernt. Also erst gelb. Gelb an gelb. Das ist ja cool. So, und jetzt den roten noch dran. Sehr schön. So, cool. Und jetzt müssen wir noch kurbeln, wie so ein Wahnsinnigen. Warte mal. Geil. So, dann sind wir jetzt ready. Noch eben Abfahrtskontrolle machen. Jo, passt. Licht haben wir gar nicht geguckt. Scheißegal. Ich würde aber gerne mal Licht gucken. Warte mal, wie war denn das nochmal? Dashlicht. Ist das jetzt hinten komplett oder was? Oder? Okay. Ah ne, Dashlicht ist ja unser Dash, ne? Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen Fernlicht, ne? Okay, so, gut. Dann haben wir, glaube ich, so für alles, ne? Differential, lalala, okay. Los geht's. Und dann würde ich sagen, unsere erste Warenlieferung. Wuhu, ich freue mich. Das sieht sehr gut aus. Oh, ich bin müde. Das ist nicht gut. Wir sind jetzt schon müde. Von der ersten Fahrt. Bevor wir, glaube ich, losfahren, sollten wir uns einen Parkplatz suchen. Ich weiß ja nicht, ob wir einfach so schlafen können überall. Passt das? Das passt, ne? Ja. Natürlich passt das. Jawohl. Hier ist wieder euer Nina Donnerlunte, Schwertransport-Experte, Freunde. So geht das. Aber hier sind gar keine Lichter an. Schade. Puh. So. Bremsweg muss ich mal einberechnen. Sprich, wir müssen schlafen gehen, ne? Wo sehe ich denn meine Schlafanzeige? Ist das nur mit den Augen? Oh, ich stehe in der Teerwalze. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ist ja ulkig. Teerwalze, Teerwalze. So, Radio. Let's go. Okay, das passt jetzt gar nicht.
Ich bin der Flexi und fahr LKW. Ich bin der Flexi. La 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 la. Wir fahren Truck den ganzen Tag. Denn ich bin in Alaska, weil ich es so mag. Ja, ich bin der Flexi und fahre hier den Truck. La 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 la. La 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 la. Jeden Tag auf Reisen, ja, das macht mir Spaß. Jeden Tag auf Reisen, da gebe ich Gas. Ja, ich bin so froh, denn das Leben ist so wunderbar zu mir. Ja, ich bin so froh und trink auch mal ein Bier. Und wenn's gleich mal zwei sind, trink ich auch mal vier. Uah! Alter, wie soll ich denn da bremsen? Das kam ja frühzeitig. Ich bin der Fahrer von der Brücke und ich muss eine Brücke jetzt reparieren oder was? Alter, ich muss eine Brücke reparieren. Ernsthaft? Really? Ja, ich bin der Flexi und bin Brückenaufbauer, denn ich brauch wieder Bretter. Wo find ich sie denn nur? Ja, hier mach ich die Brücke wieder frei und dann fahr ich durch. Eieieiei, denn ich bin der Flexi hier in Alaska und tralalalala, tralalalala. Jetzt geht's weiter. Die Brücke ist nun fertig und ich bin mega müde und sollte mich hinlegen, denn gleich ist es vorbei. Oder auch mal zwei und hab keinen Text mehr im Kopf, weil ich alles vergesse. Scheißegal. So, okay, ich würde sagen, wir legen uns einfach mal hier pennen. Komm, ich palte hier einfach mal an, weil er wird ja doch schon sehr, sehr müde. Das heißt, ich mache alles aus, ne? Licht aus. Heater kann an. Dashlight kann aus. Handbremse. Und dann würde ich sagen, legen wir uns also Radio aus. Und dann legen wir uns schlafen, ne? Erstmal Party. Woo! Woo! Party, Alter. Woo! Bin der Flexi. Und ich leg mich jetzt hin. Denn ich bin gleich mal müde. Lalalala. Wie lange schlafen wir denn? 4 Stunden? Warte mal. Energie ist 50, ne? Kann ich jetzt hier... Machen wir 8 Stunden. Let's go. Wir müssen ausgeruht sein. Schlaf ist wichtig. Oh, ich hab schlecht geschlafen. Die erste Nacht im eigenen Truck. Alter, oh, das geht gar nicht. So. Aber die Heizung lief die ganze Nacht. Das ist gut. Deswegen wahrscheinlich werden wir... Deswegen werden wir auch gar keinen Batterien verbraucht haben. So, starten wir mal die Engine. Und dann legen wir los. Oh, der Schnee ist weg. LOL. Da können wir die Heizung ausmachen. Wir haben den Winter überlebt. LOL. Ja gut, wenn das so ist. 5.40 Uhr startet unsere Reise mit unserem ersten Auftrag. 25 Speed Limit. Aber nicht für Dieter. Da, denn ich bin der Dieter und fahre meinen Truck, denn ich bin gleich da, das geht doch zack, zack, zack. Du, bup, 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 bup. 116 Meilen haben wir, das ist tatsächlich Meilen, glaube ich. Alter Schwede. Aber wir kämpfen gerade richtig mit dem Anhänger, oder der Truck kämpft mit dem Anhänger. Kommt gerade richtig aus dem Quark, weil wir wahrscheinlich berghoch fahren. So. Also, wir haben 100 Gesundheit. Wir haben... Ach, da oben, Energie, 72. Das ist also die Schlafanzeige, der Blitz. Der Blitz ist die Schlafanzeige. Ich hoffe, Motoröl und so ist soweit alles in Ordnung. Wir fahren zwar mit Fernlicht, aber das ist mir egal. Oh, ich bremse. So, ich versuche mal... Ich hoffe, ich nehme das Stoppschild nicht mit. So, das sieht gut aus. Blinkt der eigentlich hinten auch? Jo, tatsächlich. Okay. Ja, ich kann nicht schneller. Entschuldigung. Tut mir leid.
Dann müsst ihr mich überholen. Ach, nee. Immer die Leute von heute nur am Drängeln, keine Zeit und ach. Nee, hör mir auf, du. Das ist nicht mehr so wie früher auf den Straßen, wisst ihr? Früher war das viel entspannter. Ja. Da bist du gefahren. Da hatte jeder noch so gesagt, komm, ich lass dir die Vorfahrt, ist doch scheißegal. Und wenn ich mal einen Umweg fahre, egal, heutzutage ist das nicht mehr so. Weißt du, heutzutage da, ach komm. Ach, weißt du, nee. Ist nicht mehr schön. Oh, mir wird kalt. Ich muss mal die Heizung anmachen. Hier wird... Oh, warte mal. So. Heizung an. Eine richtige Frostbeule hier, der Typ. Wie viel Grad haben wir denn? Steht das irgendwo? Ach da. 14 Grad plus und der friert. Was ist mit dem los? Bei 14 Grad plus... Oh, ist Fahrenheit, ne? Ist nicht Celsius. Stimmt. Oh, da hat einer einen Schnitt mitgenommen. Null. Aber... 14 Grad Fahrenheit ist? Boah, weiß ich nicht. Da doch gut, das muss ja kalt sein. Okay, Verbesserungsvorschläge auf jeden Fall für den Truck Simulator hier. Die Spiegel müssen auf jeden Fall geändert werden. Und die Sitzpositionen anpassen. Das wäre noch cool. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich kann da mal in die Option mal eben gucken. Warte mal eben. Gibt es hier eine irgendwie Grafik? Ist klar. Lalalala. Habe ich auf High stehen. Controls. Man kann sogar mit Lenkrad spielen. Emergency Blinker haben wir nichts. Das ist Warnblinklicht. Toggle. Virtual Mirrors. Ah, mit V können wir Virtual Mirrors. Achso, nach da. Achso. Okay. Was ist denn hier Jump? Okay, Jump ist X. Horn, okay, Horn haben wir auf Controller nicht stehen. Aber was ist mit Gameplay? Kann ich noch irgendwas? HUD, okay, Automatik, gut. Aber das mit den Dings mache ich jetzt mal. Mit den Spiegeln. Lol, da oben? Das sind meine Ach so. Ich kann die auch nur so schemenhaft anzeigen lassen, das ist ja witzig. Aber ist das dann links? Ja, doch. Oder so. So sieht auch cool aus. Aber irgendwie ist das so, irgendwie, weiß nicht, angenehmer, glaube ich, oder? Kann mich mit diesen Spiegeln da noch nicht anfreunden, mit diesen schemenhaften Spiegelchen. So, mal gucken, in welches verschlafene Städtchen wir als nächstes kommen. 15 Speedlimit, ist mir egal. Wuhu. Oh, da vorne fährt einer. Und ich habe Fernlicht an. Oh, zwei sogar. Huha. Oh, es fängt an zu schneien. Ist egal. Ich lasse Fernlicht an. Oh ja, jetzt fängt wieder an zu schneien. Und zack, ist wieder alles voller Schnee. Huha, bleib doch nicht stehen. Alter, was ist mit dem? Toll. Schön, hast du den LKW ausgebremst, ja? Da willst du heute Abend einen runterholen oder was? Oh, ich glaube, wir sollen den Scheinwischer anmachen. Warte mal, wo war der? Whisper da unten. Was? Blizzard might be dangerous? Was? The weather is getting worse. Blizzard? Was? Was zur Hölle? Man kann sich übrigens hier im Truck auch was zu essen machen, ne? Ich glaube, wir haben hier so eine Mikrowelle drin oder so. Das habe ich auch im Trailer gesehen. Im Übrigen könnt ihr das auch selber spielen. Das gibt's, die Demo gibt es kostenlos auf Steam. Könnt ihr selber mal reinspielen, wenn ihr Bock habt. So. Okay. Der fährt mir irgendwie einen komischen Dings zusammen, einen komischen Kram hier. Es kommt doch keiner entgegen, ne, oder? Was? It's starting to slippery. Was? You should put chains on the wheels. Was? Okay. Okay. Also, wir sollten also auf jeden Fall
Schneeketten dran machen. Was? Ich drive doch nicht. So, jetzt aber. Also, wir wollen Schneeketten. Haben wir die dabei? Ja, ne? Chains? Ja, möchten wir usen. Without chains is many extremely to... You must have a chain to use a... Aber wo finde ich die? Go to wheel? Hä? Geh zum Reifen. Ja, und dann? Ja, aber ich kann die nicht... Hä? Oder muss ich die irgendwo rausholen erst? Hä? Hilfe, ich bin verlassen im Schnee. Ach, mit X. Ich drück die ganze Zeit A. Hä? Nee. Nimmt, macht er nicht. Warte mal, Schneeketten. If you wrote slippery put chain on the wheel. Ja, aber wie mache ich das denn? Warte mal, gab's hier irgendwo Charakter? Gibt's auch? Oh, das ist ja cool. Lol. Das ist, wer ist er denn, Alter? Wer ist er, Lol, wer ist er denn? So, Level 3, ja, ganz cool. Aber wie mache ich das denn mit den Reifen? Wie mache ich das denn mit den, hä? Ja, wir haben schon wieder Hunger. Hä, oder muss ich die irgendwo hier rausholen? Ich hatte die eingesammelt gehabt, damals im Dings. Damals, in unserem... In unserem... No, you're slipping, was? Cargo, was? No, you want slipping? Hä? Hab ich jetzt Ketten drauf oder nicht? Ich verstehe es nicht. Warte mal, wir haben jetzt die Handbremse angezogen, ne? Ja, genau. Motoröl müssen wir auch gucken. Hab ich jetzt Ketten drauf oder nicht? Ich sehe das nicht. Nee, haben wir nicht. Der wackelt ein bisschen. Wir sollten auf jeden Fall Motoröl nachgucken. So, ich muss nachfüllen. So, ich fülle mal eben. So. Das sieht gut aus. Ah, noch ein bisschen geht noch. Jawohl. So, wir haben genug Öl. Wisst ihr was? Wir fahren jetzt einfach ohne Schneeketten. Ist mir egal. Ich fahre jetzt einfach, da ist mir doch egal. Dann rutscht die Möhre halt. Ich glaube, wir können den Scheibenwischer wieder ausmachen. Es hat nämlich aufgehört zu schneien. Was ist das für eine Wettervorhersage? Ja, es wird schlechter. Hm? Warte, ich sehe, wie schlecht das wird. Ja, ja, da hinten ist die Sonne. Alter, was eine Mega-Schlange. Ich sehe, wie schlecht das einfach wird. Sind da vorne jetzt Schneeketten dran? Nee, ne? Naja, wir gucken mal. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja 60 Stunden Zeit, um den Auftrag abzuschließen. Das ist ja... Das geht ja. Das ist ja mal eben. Aber wenigstens haben wir jetzt den einen nicht mehr vor uns, der so am Schleichen ist. Der ist jetzt wahrscheinlich schon über alle Berge. Mit seinen gefühlten 40 km/h, die er da fährt. Down, down, down. Da, was läuft im Radio? Okay, nichts Tolles. Ach ja, das waren noch Zeiten. Wie ich noch klein war, habe ich immer davon geträumt, ein großer Trucker zu werden. Tja, und seht mich jetzt an. Jetzt sitze ich hier, ja, ja, und fahre dieses große Gefährt. Ich kann sagen, ich hab's geschafft. Ja, aber das war auch nicht einfach. Es war nicht leicht. Denn... Es gab Tage und Situationen, da verfluchst du diesen verdammten Scheißjob. Und egal was kommt, egal was passiert, du musst die Zähne zusammenbeißen, sonst hältst du das keinen Tag durch. Ich hab's getan.
aber es war wirklich schwer. Also falls ihr euch dafür entscheidet, ich kann euch nur einen Rat geben. Dann macht das richtig. Uah, Entschuldigung, das Navi zeigt hier lang. Das war eine Abkürzung. So, das klappt ja ganz gut. Kann auch sein, dass es mit den Schneeketten vielleicht ein Bug ist, weiß es nicht. Oh, wir haben Hunger. Kann ich während der Fahrt auch was essen? Warte mal, geht das? Inventory? Ah, das geht sogar. So. Erstmal gegessen. Wir haben übrigens kein Öl mehr, ne? Falls mal jetzt was mit Öl kommt, wir sollten auf jeden Fall Öl dann kaufen. So, wir sind da. Ich nehme mir mal die Vorfahrt. Wie in echt auch. So, was steht jetzt an? Müssen wir einparken bestimmt, ne, oder? Och, das ist ja ein toller, großer Hof. So, Freestyle. To deliver the cargo, you must park the trailer in one of the market spots. The parking methode is your choice if you finally... Okay, payment recognition. Freestyle, okay, we'll get you no extra dollar. Okay, forward, also vorwärts parken. Get some extra, entire rating. Und backwards? Okay, alles klar. I know. Also muss ich da jetzt rückwärts parken oder was? Oder wie? Ach so, das ist vorwärts und wo ist rückwärts dann? Warte mal, das war Freestyle. Das war vor... Ah, da hinten ist rückwärts, ne? Ja gut, okay, das ist ja kein Problem. Ja, ich bin noch nicht so weit. Lass mich erstmal hier ein bisschen rumrangieren. So, ganz langsam das Lenkrad wieder rumreißen. So, stopp. So, einmal rumlenken. So, jetzt geht's rückwärts. Puh, okay, das Lenkrad ist schon... Das geht mit der Außenansicht natürlich viel, viel besser. Weil das möchte ich, glaube ich, nie mit den Spiegeln machen. Also da hätte ich gerne noch so eine Ansicht, so, wo du dich rauslehnen kannst aus dem Fahrerhaus. So wie bei Euro Truck Simulator oder so. Vor allem, wieso soll man einen Kipper so hinstellen an der Laderampe? Oder an so einem Tor? Macht gar keinen Sinn eigentlich. Oh, jetzt wieder rumlenken. Rum. Das war zu... Nee. So habe ich das nicht gelernt. Nee. Muss jetzt einmal gerade fahren. Aber das sieht schon ganz gut aus. So. So, das kriegen wir hin. Wer, wenn nicht wir? Stehen noch nicht ganz gerade, ne? Ah, ein Stück. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt gerade. Alter! 5 Sterne! Beim ersten Mal! Ich werd bekloppt. So! Jetzt muss ich da abkoppeln, oder wie ist das? Oder? Muss ich jetzt erst Stützen runter, ne? So, erstmal runterkurbeln. Ah. So, okay. Dann müssen wir die Schläuche abmachen. Boot allein darf nie sein. Oh, der kommt da rein wieder. Schön verstauen. So, genau. Okay, und dann müssen wir hier einmal abkoppeln. Cannot unlock the trailer when trailer legs are not fully... Was? Hä? So, jetzt aber. Ah, so, jetzt aber. Okay, it's done. Go to the office. Okay, wir sind müde, ich weiß. Wir legen uns gleich mal schlafen. Aber erstmal zum Office. Moin, finish. Arrival time. Okay, 95%. Parkscription 5. Gibt $0 Bonus Parking. Warum?
Ach, weil wir zu lange gebraucht haben, oder was? Oder wie? Schade. Juhu, complete! Player Experience 0. You have completed the tutorial for your first assignment. Please note that is the demo version of the Alaska Truck Simulator. It means you are playing just a small fragment of the whole game and most mechanics are not available. We are still working on optimizing and much more content awaits you in the full version of the game. Your opinion matters and you can have a real influence on the final design of the game, so we encourage you to your discussion on our Discord. You. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das war Alaska Truck Simulator. Schon vorbei. Krass. Das ging ja doch schneller als gedacht. Aber das war die Demo von Alaska Truck Simulator. Ich freue mich auf die volle Version. Ich bin sehr gespannt. Es macht echt einen guten Eindruck, was da alles noch kommt. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf und ich hoffe auch, ihr könnt das, wie gesagt, selber runterladen auf Steam. Kostenlos und könnt das selber spielen. Also probiert's aus. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Flexi ist raus. Tschüss.